Und nun, meine Damen und Herren, heißen der Westdeutsche Rundfunk und Radio Bremen Sie herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rudis Tagesshow. Gaststar der heutigen Ausgabe ist die charmante Luxemburgerin Desiree Nussbusch. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ab, zwei Bier, kein Problem. Bitte sehr. Ronny, ein Bier. Handschreiben, mach ich. Bitte. Udo, zwei Bier. Bitte. Maggie. One Bier. Cheers, dear. Lumpy, zwei Bier. Bitte. Holger, zwei Bier. Bitte sehr. Fünf. Du meinst? Bitte. Udo. Dankeschön, danke. Gut ins neue Jahr gekommen. Ja? Ich auch. Mit einem ganz tollen Vorsatz. Punkt 12, Silvesternacht, habe ich geschworen. Kein Alkohol mehr, keine Zigarette mehr, keine Frauen mehr. Es waren die langweiligste 20 Minuten meines Lebens. Ja, was gab's noch mehr? Oh ja, der Gorbatschow hat im amerikanischen Fernsehen geredet. Ronald Reagan hat im russischen Fernsehen geredet. Das könnte man hier doch auch machen. Ja. Der Erich Honecker spricht hier im Fernsehen. Helmut Kohl spricht im bayerischen Fernsehen. Geht doch. Was gab's noch mehr? Oh ja, Sie kennen alle Katharina Valente. Katharina Valente, eine der netteste Kolleginnen, die ich kenne. Katharina Valente feiert hier 50-jähriges Bühnenjubiläum und im Anschluss an diese Show können Sie dieses Jubiläum mitfeiern, ja. Katharina Valente, fast zu Lebzeiten schon eine Legende. Katharina Valente, ein internationaler Star. Meine Damen und Herren, hier ist Desiree Nussbusch. Hallo. Hallo, Desiree. Hallo. Du, ich finde ja deinen Witz schön da, aber glaubst du nicht, jetzt alle Zuschauer eigentlich erwartet haben, dass Katharina Valente die Treppe runterkommt? Ja, ich wollte eine Überraschung. Hast du gehabt, die Überraschung. Ja. Ich habe dir auch eine Überraschung mitgebracht. Ja? Aus Amerika. Willst du mal sehen? Das ist ein Lügendetektor-Computer. Oh je? Ja. Und zwar, der Präsident Reagan möchte jetzt, dass alle seine Minister den Lügendetektor-Test mitmachen. Und Außenminister Schulz hat natürlich sich geweigert, sagt, so ein Quatsch macht er nicht mit. Und den schenke ich dir jetzt. Und das Komische ist, dass der CIA den benutzt, obwohl man den eigentlich in jedem Supermarkt kaufen kann. Ja, was soll ich dann damit machen? Ja, da kannst du auf Partys und Feten herausfinden, ob deine Gäste, Bekannten, Verwandten ehrlich sind oder lügen. Ah, ja, ja. Mhm. Ja, bei mir würde das nie funktionieren, weil ich lüge nie. Nee, nee, nee. Nicht? Ich lüge. Ich meine, dann gibt's ja eigentlich keine Probleme, dann könnten wir vielleicht trotzdem den Apparat mal ausprobieren. Oh ja, ja? Kein Problem, ja. Hier, das setzt du auf. Wo? Oh, hier, so. So. Das ist das Mikrofon. Ja. Und ich stelle die Fragen, du brauchst Antworten. Ja, ja. Gut, erste Frage. Dein Witz da vorhin über die guten Vorsätze mit den 20 langweiligsten Minuten deines Lebens, ist der von dir? Ja, habe ich heute Morgen selbst erfunden. Ah. Ja, von Peter Frankenfeld, 4. November 1948. Ah, ja. Ich meine, heute Morgen habe ich mich daran erinnert. Heute Morgen. Heute. Jetzt was anderes. Wer ist der beliebteste Komiker Deutschlands? Na klar, ist Otto. Norbert Blüm. Jetzt was ganz anderes. Rudi, wie steht es mit deiner Potenz? Oh, das ist... Hey, Moment. Nee, solche Fragen kannst du nicht stellen, so im Fernsehen. Hey. Ja, hör mal bitte, und was machst du hier mal in deiner Show mit den Politikern? Oh ja, das ist wahr. Also bitte, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Okay. Rudi,
Wie steht es mit deiner Potenz? Och nein. Nächste Frage, bitte. Nächste Frage. Willst du das schriftlich haben, Rudi? Ja. Ja, kannst du einschenken? Okay. Joachim Fuchsberger hat Probleme mit den Journalisten. Wie du weißt, ich auch. So ein bisschen. Wie stehst du zu den Journalisten? Alles solche Kerle. Die können mich mal am... Moment, lass. Bitte fehlen. Nee, das mache ich nicht weiter. Nee. Weißt du was? Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Jetzt will ich es bei dir wissen, ja? So. Wer ist der größte Showmaster Deutschlands? Rudi Carrell. Ja, da steht's. Rudi Carrell. Ja. Ja, Rudi, ich kann eben besser lügen als du. So, und jetzt zu den Nachrichten. Die Reden unseres Bundeskanzlers finden selbstverständlich auch im Ausland Beachtung. Hier die Reaktion der Engländer auf die diesjährige Neujahrsansprache. The same procedure as every year, Jacobs. Yes. Nicht nur die Bundestagsabgeordneten, auch die Bonner Sekretärinnen waren in Weihnachtsferien. Bundeskanzler Kohl verriet uns, wo sie sich aufhielten. In Ost-Berlin und in Rostock, in Magdeburg und in Leipzig, in Dresden und in Jena, in Halle, in Weimar und überall in der DDR. Einen tollen, prominenten Gast hatte Robert Lemke für sein heiteres Beruf verraten. Leider hielt sein Stargast sich nicht an die Spielregeln und verriet gleich am Anfang seinen Beruf. Good evening. This is Ronald Reagan, President of the United States of America. Rechtzeitig für diesen Winter hat die Bundeswehr warme Winterunterwäsche bekommen. Minister Werner teilte mit, dass es sich hierbei um eine Nachbarschaftsspende aus der Schweiz handelte. Hier die edlen Spender. Spanien und Portugal sind seit 5 Tagen in der EG. Besonders groß war die Freude der Tomatenzüchter, weil sie jetzt Geld für ihre Überschüsse bekommen. Sie sind der neue Nachbar, nicht? Ja, ja. Herr Schmidt, mein Name. Angenehm. Angenehm. Rötterli. Junge, Junge, Sie haben aber einen tollen Wagen in der Garage stehen. Ah, ist ein Reus. Ist eine vornehme Gegend, da muss man sich anpassen. Ja. Auch mit dem Auto. So ist es. Schönen Tag noch. Ihnen auch miteinander. Ja, was wollte ich denn noch? Na ja, Blümle gießen. Guten Tag. Ich sammle hier in der Nachbarschaft Unterschriften gegen Graffiti. Sie unterschreiben doch auch. Mit meiner Unterschrift protestiere ich gegen die Beschmutzung der Hauswände. Bürgerinitiative gegen Graffiti. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Amerika waren, aber im amerikanischen Fernsehen werden Nachrichtensendungen dauernd unterbrochen durch Werbung, auch wenn da über Katastrophen berichtet wird. Jetzt ein bisschen Werbung in unsere Katastrophe.
komm doch mit auf den Unterberg. Komm doch mit auf den Unterberg. Nichts geht über Bärenmarken, Bärenmarken zum Kaffee. Viele haben sich vorgenommen, die Feiertagspfunde schnell wieder loszuwerden. Besonders erfolgreich war da der Brigitte Blitz Diät Club aus Castrop-Rauxel. Ich nehme mich nur noch an Rettich und Spinat. Ich bin mir doch liebe und das alles dir zuliebe. Sag doch nicht immer wieder Hitler zu mir. Viele ARD-Sendungen haben ein neues Gesicht bekommen. Eines der ältesten Sendungen, und zwar das Wort zum Sonntag, soll jetzt auch optischer gestaltet werden. Liebe, meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend, ist nicht nur ein Wort. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres sollten wir uns die Zeit nehmen, über uns und die, die wir lieben, nachzudenken. Allzu viele Ehen um uns herum scheitern. Und dabei hat doch alles einmal so glücklich begonnen. Nehmen wir beispielsweise die Ehe von Manfred und Petra. Sie konnten gar nicht schnell genug den Bund fürs Leben schließen. Nach einem gelungenen Start kamen aber bald Meinungsverschiedenheiten über das Ziel auf. Kurz darauf fiel Manfred in eine unreine Gangart und verlief sich schließlich ganz. Und wie heiß brannte erst die Liebe zwischen Uwe und Monika. Selbst die kleine Kapelle, in welcher sie sich trauen ließen, konnte der Glut ihrer Liebe nicht standhalten. Doch auch dieser Brand entpuppte sich als Strohfeuer. Heute ist Uwe längst durchgebrannt. Nicht nur die gemeinsame Liebe zu Katzen verband Susanne und Carsten. Doch auch diese Verbindung war nicht von Dauer. Carsten liegt Susannes Lieblingskatze noch heute schwer im Magen. Selbst die Heirat von Carola und Jürgen auf dem glatten Parkett einer Handballhalle erwies sich im Nachhinein als Eigentor. Nach einem Foul im Strafraum wurde der Ehemann mit einer längeren Sperre belegt. In schwindelnder Höhe begann das Eheleben von Werner und Barbara. Mittlerweile hat er sich längst abgeseilt. Selbst die Tatsache, dass das Standesamt nach einer Flutkatastrophe unter Wasser stand, konnte Anke und Hermann nicht davon abhalten, die Ringe zu tauschen. Leider ging ihr schon bald die Luft aus und sie tauchte spurlos unter. Der drückenden Temperaturen wegen verlegten Horst und Christiane ihre Hochzeit ins städtische Schwimmbad. Als Horst seine Gattin nach dem Auftauchen zum ersten Mal ungeschminkt sah, nahm auch diese Beziehung ein vorzeitiges Ende. Alle diese so tragisch gescheiterten Ehen sollten uns Anlass zum Nachdenken geben. In Zeiten der Beziehungskrise hilft oft das Gespräch mit Gleichgesinnten. Dann bilden sie von Anfang an eine Gemeinschaft, in deren Schoß auch ihre Ehe den Alltag überleben kann. Guten Abend. Guten Tag. Zapfsäule 3, bitte. Das Mädchen hat 40 Mark und eine Penning, bitte. Ich kann noch mit Chip bezahlen. Wenn es Sinn muss. Bitte sehr. Checkcard. Checkcard. Bitte. Ausweis? Hä? Ausweis. 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 Ja. Bitte. Polizeiliches Führungszeugnis. Fingerabdruck. Röntgenbilder. Röntgenbilder, ja. Geburtsurkunde. Wird noch überprüft im Supermarkt. So, und welche besonderen Kennzeichen? Ja, ein Leberfleck auf der linken Backe. Ich sehe nichts. Nee, nicht hier. Zeigen. Zeigen. Hey, Sie! Entschuldigen Sie bitte, aber Sie dürfen hier nicht angeln. Wieso denn nicht? Wo steht denn Angeln verboten? Nun sehen Sie das doch ein, Sie dürfen hier nicht angeln. Wirklich nicht? Mm-mm. Na, dann nicht.
Ton sind es noch 4 Jahre, 5 Monate und 14 Stunden. Nun ist der Schnee also doch noch gekommen. Tausende verbrachten die Feiertage beim Skilaufen. Hier ein paar Wochenendimpressionen aus Kitzbühel. Zo zal er maar werkelijk niet van veert stijgen. De Engelse jockey Win Kenton zegt ihnen wie man dat veel eleganter maken kan. Veert met sleutelsitz, wel eens. Oh, het blad liegt af zijn kop. Wie had dat gemaakt? Stel maar voor dat jullie bij Kupke passeren. Een blad liegt af zijn kop. Ja. Stel maar voor, moet je de tas maken. Moet je de ganse room gaan. In den japanischen Fußballstadien werden in Zukunft mehrere Bälle im Spiel sein, nachdem es bisher um den einen Ball immer wieder Krach gegeben hat. Fräulein. Jawohl, Erkare? Das Kotelett schmeckt nach Gummi. Gummi? Erkare, wie Fernsehen immer rein den Gag auf Lager. Nein, ich mach keinen Quatsch. Das Kotelett schmeckt wirklich nach Gummi. Unmöglich. Vielleicht haben Sie vorher einen Kaugummi gekauft. Sie sollten den Geschmack runterspülen. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ja, ein Beaujolais. Bitte. Ein Beaujolais, s'il vous plaît. Wenn ich statt des Gummikotelettes ein normales bekomme. Mais, Erkare, das können wir auch nicht für Sie machen. Dann möchte ich auch den Beaujolais. Okay, darf ich? Ja, ja, auch. Der westlichen Messe, ja. Nein, ich bin noch unterwegs. Wird heute Abend ein bisschen später. Nein, ich telefoniere vom Wagen aus. Vom Wagen? Hören Sie mal! Hier ist Halteverbot. Ja, entschuldigen Sie bitte, ich telefoniere gerade. Das ist keine Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht stehen bleiben. Bitte, eine Minute, ich spreche mit meiner Frau. Okay, wenn Sie das wollen. Polizist. Nee, bitte, ich fahr schon, ist schon gut. Schatz, ich muss weiter. Tschüss. Einen kleinen Moment, Sie sind sofort dran. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Hä? Ja. Nur noch ein paar Minuten, dann sind wir Mann und Frau. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich auf unsere Hochzeitsreise in die Karibik freue. Und dann der Sommer auf unserer Ranch in Oregon. Nur du und ich und die vielen Pferde. Nachmittags so ein kleiner Einkaufsbummel mit dem Rolls-Royce. Und dann der Winter, wenn wir gemeinsam dem Knistern der brennenden Scheite in unserem Chalet in St. Moritz lauschen. Aber am meisten freue ich mich aufs Frühjahr, wenn unsere Yacht uns über die Meere dieser Welt trägt. Sag mir nur noch eines. Du heiratest mich doch nicht nur wegen meines Geldes. Morgenabend geht es weiter mit Hans-Joachim Kulenkampf und seiner Serie Ein Mann macht klar Schiff. Und das trotz gewisser Startschwierigkeiten. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, CSU, Hermann Kroll-Schlüter, so heißt er wirklich,
forderte von der Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz der Nichtraucher. Aber die Raucherlobby formiert sich schon. Rauchen macht frei. Rauchen macht frei. Es bringt dir Erfolg. Tja, hast du die Packung dabei? Rauchen ist sexy, rauchen ist in. Wichtig, brauchen ein Nikotin. Drum geh ich meilenweit zu Fuß, weil ich dieses verdammte Stäbchen haben muss. Yeah. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie gestern Abend die Sendung gesehen haben von Frank Elstner, Menschen 85. Doch ich habe da ein paar Persönlichkeiten vermisst. Und die Persönlichkeiten des Jahres 85, die ich gerne gesehen hätte, die haben wir heute Abend hier. Als erster der Manager von Boris Becker, Ion Tiriak. Guten Abend. Nehmen Sie Platz. Komisches Büro haben Sie hier. Nee, also wir machen ja ein Interview und nicht einen Vertrag. Was uns am meisten interessiert ist, hat Boris Becker eine Freundin? Ja, die Deutsche Bank. Und stimmt es, dass die CDU Boris Becker gerne hätte, um Wahlwerbung zu machen für Kohl? Wir machen alles für Kohle. Nur soll Boris einige Kilo zunehmen. Warum? Damit er mehr Werbeaufkleber tragen kann. Ah, mehr Werbeaufkleber. Ja. Spielen Sie selbst auch Tennis? Nein, ich bin nur Zuschauer. Aber bei allem unter 100.000 Mark mache ich nur mehr so. Ich habe gelesen, dass Sie Freitag in Bonn waren. Was haben Sie da gemacht? Ich war bei Finanzminister. Wie heißt der? Stoltenberg. Ah ja, ist egal. Ich konnte ihm doch nicht helfen. Wie meinen Sie, nicht helfen? Na ja, er wollte bei Boris einen Kredit nehmen. Aber Stoltenberg, freundlicher Mann, aber keine Sicherungen. Das heißt nicht Sicherungen, das heißt Sicherheiten. Sie sprechen ein bescheuertes Deutsch, muss ich sagen. Naja, damit haben wir wenigstens wir beide etwas gemeinsam. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, ist wohl der Aussteiger des Jahres 1985. Peter Sinn. Tag. Bitte nehmen Sie Platz, ja. Sind Sie es wirklich oder sind Sie Günther Wallraff? Ich bin Bhagwan. Ah ja, und wo kommen Sie jetzt gerade her? Aus einer meiner Diskotheken. Ah, ja, ja, die stempeln jetzt auch. Nein, damit komme ich nachher wieder rein. Waren Sie schon einmal in einer Bhagwan-Diskothek? Nee, ich kam nie durch die Gesichtskontrolle, ja, wir haben Sie heute Abend nicht eingeladen als Steuerhinterzieher des Jahres. Ja, dann säße ja auch Peter Böhnisch hier. Sie kennen sich gut aus in Deutschland. Sie sprechen auch hervorragend Deutsch. Meine deutschen Jünger haben es mich gelehrt. Ah ja. Sind Sie noch flüssig? Ein wenig. Was machen Sie hier in Deutschland? Ich möchte Flick kaufen. Warum lassen Sie sich immer in einem Rolls Royce rumfahren? Haben Sie je einen Propheten auf einem Fahrrad gesehen? Was nicht, aber Jesus ritt auf einem Esel. Wer? Jesus, der Sohn Gottes. Ich habe keine Kinder. Habe ich auch gelesen, dass Sie auf die Fidschi-Inseln gehen möchten. Wie möchten Sie dahin gehen? Zu Fuß. Das heißt, Sie können übers Wasser gehen? Ja. Wir haben draußen einen kleinen Teich. Können Sie es da mal beweisen? Nein, das mache ich exklusiv in Wetten, dass. Und jetzt zum Schluss eine Frau, denn auch 1985 waren die Frauen im Aufmarsch. Ja, als Unternehmer, Sportmoderator, Klempner, Fußballtrainer und so weiter. Wir haben aber eine Frau eingeladen, weil die deutsche Hausfrau ist Rückgrat der Nation. Eine von 15 Millionen.
Tag. Guten Tag. Guten Abend. Herr Sebastian, wir haben Sie eingeladen, weil Sie jung sind und Sie sind eine glückliche Hausfrau. Bitte, keine Namen. Nennen Sie mich doch bitte ganz einfach Frau X. Ja. Warum ist es so schlimm, einfach eine glückliche Hausfrau zu sein? Ja, lesen Sie denn nicht den Stern? Eine Frau, die zu Hause bleibt und sich um die Familie kümmert, ist einfach unanständig. Heutzutage muss eine Hausfrau einen Beruf ausüben, so wie Lastwagenfahrer oder Staatsanwalt oder Sport. Warum machen Sie das dann auch nicht? Ja, sind Sie denn wahnsinnig? Wenn ich morgens aufstehe und sehe einen Aschenbecher voller Kippen, den Teppich voller Asche, die nicht ausgetrunkenen Gläser, Teller, in denen ich mich nicht spiegeln kann, dann freue ich mich auf die Arbeit. Dann bin ich die glücklichste Frau der Welt. Was andere Frauen haben bei Götz George, das habe ich bei Meister Proper. Ich finde es schön, dass Sie sich hier haben losreisen können von Ihrer Arbeit zu Hause. Ich habe nur noch eine Bitte. Unsere Show ist fast zu Ende. Können Sie nach der Show das ganze Studio bitte sagen? Oh ja, bitte. Ja? Wo soll ich denn anfangen? Gerne. Naja, Sie können den gröbsten Dreck erstmal wegmachen. Ja, dann fange ich beim gröbsten Dreck an. Ja, gut. Ich habe nicht gewusst, dass du so stark warst. Und du warst auch sehr stark bei den Sketchen, wenn man überlegt, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Das ist jetzt riesen internationale Erfolge. 11 Shows hast du gemacht, Samstagabend-Shows in Frankreich. Ja, richtig große Unterhaltungsshows. Ja. Ich hoffe, dass du im nächsten Jahr wieder mitmachst. Ja, gerne. Mit dir immer, klar. Okay. Vielen Dank. Und jetzt kommt unser Schlussfilm. Und das haben wir vor 3 Jahren auch mal gemacht. Und zwar zeigen wir Ihnen jetzt Bilder, womit meine Autoren und ich nichts anfangen können für Nachrichten und so. Aber vielleicht genauso wie vor 3 Jahren fällt Ihnen mal was ein. Ja, wenn Sie die Idee haben, schreiben Sie dann sofort an den Westdeutschen Rundfunk, Rudis Tagesshow, 5000 Köln, 100. So viel Blödheit auf einen Haufen habe ich wirklich noch nicht gesehen. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Am kommenden Sonntag sehen wir uns zum letzten Mal. Dann machen wir nämlich Schluss. Dafür möchte ich Ihnen allen in dieser Stunde herzlich danken. Gern geschehen. Tschüss.